Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunder. Hier werdet ihr zum Kaiju-Kundigen. Heute stellen wir alle Kaiju vor, die zwar bekannt sind, aber noch nicht in Spielen und Filmen vorgekommen sind. Die Kaiju teilen wir dabei in drei Kategorien ein. Erstens in Kaiju, die in Spielen vorkommen sollten. Und zweitens in Kaiju, die als Gegner vorkommen sollten, aber aus dem Drehbuch entfernt wurden. Und drittens in Kaiju, die einen eigenen Film bekommen sollten, der aber nie gedreht wurde. Beginnen wir mit den Kaiju, die in Spielen vorkommen sollten. Im 2007 erschienenen Spiel Godzilla Unleashed sollten gleich mehrere Kaiju in das Universum aufgenommen werden. Animator Chris Chen erklärte, The Visitor wurde von den beiden existierenden außerirdischen Monstern Gigan und Orga inspiriert, die ein ähnliches Aussehen in der Außenwelt haben. The Visitor wurde vom Volk Vortax gefangen und gezähmt und wurde auf die Erde geschickt, um Godzilla zu vernichten. Er kann mit seinen Rückenklauen zustechen, ist sehr stark und hat einen kräftigen Kiefer. Fire Lion sollte ein Schutzgott sein und die Stadt Mu beschützen. Die Erfinder von Fire Lion haben sich dabei an die Rolle King Caesars orientiert. Art Director Robert Casserole erklärte, Fire Lion wurde von den steinernen Löwen inspiriert, die in der alten chinesischen Architektur zu sehen waren. Seine Mähne besteht aus Flammen, er hat rote Krallen und läuft auf allen Vieren. Laut Animator Will Short war das Design von Lightning Bug eine Kombination aus der Rüstung von Eva 01, aus Neon Genesis Evangelium und dem biolumizierenden Aussehen des Trey aus Titan AE. Die Flüge von Lightning Bug ermöglichen es ihm zu schweben, sich vor physischen Angriffen und Energieangriffen zu schützen und Energiestöße auszusenden. Alle drei mussten sich damals Obsidius geschlagen geben, da es nur noch einen freien Kaderplatz im Spiel gab. Der Sieger wurde damals per EGN-Umfrage ermittelt. Weiter geht es mit den Kaiju, die aus dem Drehbuch entfernt wurden. Deutalius sollte mit Biollante in Godzilla der Urgigant vorkommen. Godzilla sollte gegen Deutalius kämpfen, gewinnen und ihn fressen. Diese Idee wurde aber später verworfen. Deuterius ähnelt einer Kreuzung aus einer Ratte und verschiedenen Fischen. Er hat einen langen, peitschenartigen Schwanz und verlängerte Ohren, auf denen sich Kiemen zu befinden scheinen. Große Stoßzähne, ein Horn, das aus seinem Kopf hinausragt. Die Titanen sollten in die Brut des Teufels mitspielen. Die beiden Dinosaurier sollten das Dino-Armageddon überlebt haben und sich in einer bestimmten Szene des Films zum Titanosaurus verschmelzen. Sie wurden aber früh aus dem Drehbuch gestrichen, sodass nicht mal Namen bekannt sind. In Tokyo SOS sollte anstelle von Kameba ein riesiger Mosasaurus verletzt am Strand liegen. Die Toho wollte jedoch kein neues Monster einführen, welches von Anfang an schon tot ist. Rock Mutul ist ein Monster, das in Godzilla 2014 auftreten sollte. Das Monster ist recht deutlich in einem Trailer zum Film zu erkennen, in dem es regungslos in einem besiedelten, teilweise zerstörten Berggebiet liegt. Rock Mutul Konzeptzeichnungen wurden von Josh Nissi und Frank Hong zu Beginn der Entwicklung von Godzilla eingereicht. Basierend auf dieser Konzeptzeichnung scheint es, dass Rock Mutul in San Francisco gegen Godzilla gekämpft hätte, wobei eine Begegnung sie im Herzen der Stadt und die anderen auf Alcatraz zeigen würden. Rock Mutul ähnelt aufgrund der über seinen Rücken verlaufenden Stacheln und seines gepanzerten Aussehens einem Ankylosaurus bzw. Anguirus. Auch sieht der Duck sehr ähnlich. Im Godzilla-Film von 2014 sollte Rock Mutul zusammen mit einem gigantischen Flugsaurier gegen Godzilla kämpfen. Jedoch hat er es nicht in die finale Version des Films geschafft und einen Namen hat er auch noch nicht erhalten. Der weiße Rodan kam in den frühen Entwürfen des Drehbuchs für den Godzilla-Film Godzilla vs. Mechagodzilla 2 aus dem Jahr 1993 vor. Er ist damit praktisch der Vorläufer von Feuer-Rodan. In Wataru Mimuras ersten Entwurf sollte es zunächst zwei Rodan auf der Insel Adonoa geben. Denn dies sollte ein Hommage an den Debütfilm der Figur von 1956 sein, in dem die beiden Monster Freunde waren. Shinji Nishikawa bereitete Konzeptzeichnungen für den männlichen und den weiblichen Rodan vor. Nishikawa verpasste dem weiblichen Rodan eine kleine gebogene Beule auf den Kopf im Vergleich zu einem größeren, dekorativeren Kamm für den männlichen. Als Mimura das Drehbuch des Films mit seinem dritten und letzten Entwurf optimierte, wurde Rodans Rolle auf nur eine einzige Person reduziert, die mehr als Baby Godzillas Ersatzbruder fungierte und nicht wie der weibliche weißer Rodan als seine Mutter. Kommen wir nun zu den Kaiju, die einen eigenen Film bekommen sollten, der aber nie gedreht wurde. Ghost Godzilla und seine Geschichte ist derart interessant, dass wir dazu ein extra Video machen werden. Es ist der wiedererwachte Geist des ersten Godzilla von 1954 und sollte im Film Godzilla vs. Ghost Godzilla gegen Godzilla kämpfen. Ghost Godzilla ist eine böse Macht, die zum Zeitpunkt seines Todes starken Hass und Zorn gegenüber den Menschen und ihren Städten hegt. Er versucht, den zweiten Godzilla zu besitzen, um ein unbesiegbarer Gott der Zerstörung zu werden.
Dieser Film sollte zuerst das Finale der Heisei-Reihe werden, doch die Idee wurde verworfen, weil Regisseur Takao Okubara Berichten zufolge der Meinung war, dass es keine gute Idee gewesen wäre, einen dritten Film zu drehen, in dem Godzilla gegen ein anderes Duplikat seiner selbst antritt, nachdem Godzilla vorher schon gegen die beiden Gegner Mechagodzilla und Space-Godzilla gekämpft hatte. Griffon sollte im nicht gedrehten US-Godzilla-Film aus dem Jahre 1996 auftreten. Er sollte mit einem Kometen auf die Erde kommen und sich dann schwer verletzt von Tieren ernähren. Die Tier-DNA geht dadurch eine Verbindung mit der DNA von Griffon ein. Das Design des Greifen variiert je nach Konzeptzeichnung. Im Originaldrehbuch wird jedoch erwähnt, dass das Monster den Körper eines Pumas, die Flügel einer Fledermaus und eine aus Schlangen bestehende Zunge mit Hydra-Kopf hat. Nach der Veröffentlichung von Godzilla vs. Ghidorah im Jahre 1971 plante Regisseur Yoshimitsu Bano eine direkte Fortsetzung seines Films. Hitoda war ein normaler Seeigel, bis er durch Ghidorahs Abgase mutierte. Hitoda erhielt nie einen offiziellen Namen, aber verschiedene amerikanische Fans und Godzilla-bezogene Websites haben der Kreatur den inoffiziellen Spitznamen Hitoda gegeben, der eine Anspielung auf die japanische Phrase für Seestern Hitode ist. Gigamoth sollte in gleich zwei verschiedenen Filmen vorkommen. Einmal in Micro Super Battle Godzilla vs. Gigamoth und in Godzilla vs. Gigamoth. Gigamoth war der böse Zwilling einer Mothra-Larve, die mit ihr aus demselben Ei schlüpfte. Gigamoth war eine mutierte Mothra, die durch Strahlung missgebildet wurde. Nachdem es geschlüpft war, floh es von der kontaminierten Insel in der Südsee, auf der es geschlüpft war. Er besitzt dieselben Fähigkeiten wie Mothra, doch kann zusätzlich einen sauren Regen erzeugen. Kurz darauf bekam Batra große Teile seiner Hintergrundgeschichte. Godzillas Braut sollte Godzilla kehrt zurück fortsetzen und 1956 veröffentlicht werden. Der verrückte Wissenschaftler Dr. Shida baut einen Roboter in Gestalt seiner Frau. Dr. Shida vermutet, dass an der Theorie der hohen Erde tatsächlich etwas dran ist und dass im Inneren der Erde vielleicht weitere Ungeheuer wie Godzilla und Anguirus leben, die jederzeit an die Oberfläche der Erde kommen und die Menschheit bedrohen könnten. Am Ende stellt sich heraus, dass das Riesenrobotermädchen eine wandelnde, gigantische Wasserstoffbombe ist. Und kurz bevor sie explodiert, nimmt sie Godzilla mit zur Haupthöhle bzw. eine der Haupthöhlen und zerstört sie bei der Explosion vollkommen. Garugan sollte im umgedrehten Godzilla-Film Riesenmonster wütend Okinawa Showdown in Zampamisiaki von 1974 auftreten. Wurde jedoch, nachdem das Konzept für den Film nach der Fertigstellung stark überarbeitet wurde, durch Mechagodzilla ersetzt. Es ist kein offizielles Konzept oder Bild von Garugan bekannt. Es ist jedoch bekannt, dass es von einer Rasse namens Garuga-Aliens kontrolliert wurde. Er würde in Okinawa gegen Godzilla, Anguirus und Mothra kämpfen und letztendlich von ihnen besiegt werden. Red Moon, Erebus und Typhoon sollten 1971 im Godzilla vs. Red Moon Film auftreten. Red Moon entstand vom Mond und einige Zeit später erschien Erebus. Die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte dachten, sie könnten die beiden Kaiju zusammenlocken, damit sie sich gegenseitig besiegen könnten. Es stellt sich jedoch heraus, dass es sich um zwei Mitglieder selben Spezies und unterschiedlichen Geschlechts handelt. Später bekommen sie einen Sohn namens Haifun, der allerdings von den Menschen getötet wird. Voller Trauer geraten Redmon und Erebus in Wut und greifen Japan an, weshalb Godzilla eingreift. Da ein Kind Godzilla anfleht aufzuhören, da das Paar nur aus Trauer die Menschheit angreift, verschont Godzilla das Paar. Er wirft Erebus ins Meer, während Redmon sich in den Weltraum zurückzieht. Baru Baroi war ein prähistorisches Meeresgeschöpf, das durch den Sauerstoffzerstörer mutierte und die Fähigkeit hatte, das Aussehen und die Eigenschaften anderer Organismen und Kaiju zu kopieren. Wie einige Konzeptzeichnungen belegen, besitzt es die Gliedmaßen verschiedener Meerestiere und imitierte den Anguirus-Hound, eine Subspezies des Anguirus, die durch diesen Film eingeführt werden sollte. Im Laufe des Films wuchs es kontinuierlich und veränderte seine Form, bis es Godzilla in den Schatten stellte. Es wurde jedoch nach und nach in Destroyer umgearbeitet, das einige der gleichen Merkmale behielt. Nessie sollte im gleichnamigen, aber umgedrehten Film von 1979 spielen, den die Tod gemeinsam mit dem britischen Filmstudio Hammer produzieren und veröffentlichen wollte. Nachdem der Film mehrere Male verschoben wurde, wurden die finanziellen Schwierigkeiten von Hammer bekannt und der Film wurde verworfen. Die Tod hatte die Arbeit an dem Film bereits begonnen und der für die Spezialeffekte beauftragte Hiroyoshi Nakano hatte sogar schon eine Filmrequisite mit Nessies Hals und Kopf fertiggestellt. Eine Abwandlung von Nessie schaffte es allerdings später in die Godzilla-Serie von 1998. Berserk ist ein unbenutztes Mecha aus dem unverfilmten Godzilla-Film von 1993. Als Prototyp für die Heisei-Inkarnation von Mechagodzilla begann Berserk als außerirdischer Organismus, der auf der Erde ankam und begann, Metall in sich aufzunehmen,
wodurch er zu einer riesigen Masse aus Drähten und Maschinen wurde. Und schließlich würde Berserk die Form eines mechanischen Godzilla annehmen, um die dominierende Lebensform auf der Erde nachzuahmen. Und Toho beschloss schließlich, Mechagodzilla zu einer von Menschen gebauten Waffe zu machen, die Menschheit vor Godzilla schützen sollte, und Berserk wurde verworfen. Im Jahre 1993 sollte auf Mothra eine Mecha-Variante bekommen. Und zwar eine nicht gedrehten Fortsetzung von Godzilla vs. Mothra. Denn das Konzept von Mecha Mothra war dem von King Ghidorah und Mecha King Ghidorah sehr ähnlich. Und das ursprüngliche Monster würde getötet werden und dann als Cyborg wieder zum Leben erwachen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und dass etwas Neues für euch dabei war. Bis dann. Es war Frankenstein.